up YouTube, willkommen auf dem Black Bros Kanal. Wir haben ja alle diese Videos von Barello gesehen, wo er so getan hat, als würde er da Deutschland joggen. Er hat den Arda gemacht. Ey, by the way, Arda, hast du gesehen, er ist in Portugal, ne? Naja, sagen, er fliegt jetzt. Er ist jetzt angekommen, Digga, also er fliegt jetzt, ne, nach Amerika. Ist crazy auf jeden Fall. Und Barello ist zurück in einem Livestream und hat darüber geredet, wie seine Steuerschulden und so sind, Digga, mit den richtigen Leuten. Deswegen, gehen wir das Video rein, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Twitch, Black Bros Gaming. Wir gucken uns jetzt an, was Barello zu sagen hat, der Steuerhinterzieher. Du hast nicht selber gesagt, wenn dein Hund bei anderen bellt, er kommt wieder zurück und bellt dich wieder an. Nein, sein eigenes Ding, er weiß selber. Du guck nur, was anderes besser schmeckt. Mann, danke dir. Oh, vergiss nicht. Bruder, das meine ich. International, drei Clan-Bossen sind gerade wieder live. International, drei Clan-Bossen, Digga. Guck mal, Mashallah, alle, ganze Deutschland freut sich gerade. Und ich war im Nemo-Point, mit dem Ozean. Wallah, Bruder, ich bin. Hallo. Welche? Ja. Ehrlich jetzt, Spaß zur Seite. Spaß zur Seite. Kannst du nicht anfangen, mal mit dem Lügen aufzuhören? Das Ding ist, der eine lügt und er sagt zu dem anderen, man will mit dem Lügen aufhören. Das ist auch heftig, ne? Willst du nicht mal mit dem Lügen aufhören? Bruder, wenn der aufhört, der wird sterben. Ich bin dir ehrlich, der Wahrhaftige wird als Lügner bezeichnet und Lügner wird als Wahrhaftige. Bruder, wir sind in eine Zeit gekommen, keiner wird mir glauben, aber ich schwöre, ich bin am Laufen. Ja, du läufst, ich weiß, dass du läufst. In welche Richtung geht die? Ich weiß, dass du läufst, aber wohin läufst du? Ja, ich weiß nicht, findest du Barello sein Bart? Das steht ihm richtig. Echt, findest du? Ja. Nach Deutschland? Voll komisch, Digga, ja, wenn du weißt, dass er so, oder? Auch die Haare, steht ihm. Weiß nicht. Ja, ja. Du bist seit drei Wochen am Laufen. Zeig mal, mach mal einen. Okay, warum bin ich so Pro geworden? Okay, von der Sonne, das ist sehr heiß in Kosovo. Ich bin nur am Laufen. Du bist doch die ganze Zeit Oberkörper da. Zeig mal dein Bett. Guck mal, mit Scooby-Doo sogar. Ich schwöre, ja, Scooby-Doo. Das ist deine Bettwäsche. Nein, Bruder, nein. Doch, die hattest du auch hier. Aber hast du nicht Dings vermisst? Was? Hier, Deutschland, hast du nicht vermisst? Doch, ich schwöre sehr, Wallah. Ach ja, hast du Dings vermisst? Hast du Dings vermisst? Sie. Was hab ich vermisst? Ob du mich vermisst hast. Wallah, Ibu, ich bin ehrlich, du hast dich gar nicht mehr bei mir gemeldet. Das hat mich Wallah, ich habe Instagram geschrieben. Ich habe gesagt, schick mir deine Nummer. Wie mal hab ich gesagt? Ja, er ja. Stimmt. Wallah, Bruder, wenn du Hilfe brauchst, Ibu, du brauchst, ich bring dir, ich schick dir. Kein Problem. Ibu, er schickt nicht Nummer. Barello, das ist. Sag Wallah. TV. Wallah, morgen um 0 Uhr. Guck mal, was ich gegen jeden. Wie meinst du gegen jeden? Gegen mich auch? Ibo, einfach selber schauen. Inshallah. Bruder, ja. Wallah, ich rasier dich, wenn du ein falsches über mich noch redest. Ja, ich muss sagen, ich hab so lange nichts mehr von denen geguckt, Digga. Ehrlich, schon vermisst auch, sag ich euch so, wie es ist, ja. Nur gegen Yasser nicht, nein. Okay, ich möchte mit dir einen Rückkampf, Wallah. Kann man? Ohne Spaß, Rückkampf wäre geil gewesen, Mann. Bruder, aber Kürt Ibo, wir haben gesehen, der Mann keine Eier, Digga. Er ist kurz davor, mit Taro zu kämpfen, Digga. Beide sind im Ring. Auf einmal kriegt Panikattacke, ja. Auf einmal kriegt Panikattacke, Digga. Was für ein Mann. Wallah, wir machen. Und der hat immer so groß geredet, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Machen. Wallah, wir machen. September. Bei Allah. Wallah, bei Allah. Ich gebe dir mein Wort. Wann? Okay. September. September. Ja, ich war September, glaube ich, ja. Dezember. Ja. Dezember. Ja. Aber dieses Mal, Wallah, ich trainiere, ich sag ehrlich, dieses Mal ist mir nicht. Ja. Er sagt September. Er sagt September, jetzt meint er Dezember. Digga, nee. Oh, wirklich. Digga. Das kann. Ja, erzähl mal, was hast du so gemacht? Nix, ja, ich schwöre. Durch Berge und so, mit Wölfe, mit. Nein, aber wie bist du, sag mal ehrlich, wie bist du auf diesen Film gekommen? Was du machst? Ich schwöre, ich will Profiboxer werden. Ich will gegen Usy kämpfen, gegen die krassesten, gegen Tyson Fury, gegen Agit, gegen.
Wallah, ich will auch viel in meinem Leben, aber manchmal geht nicht alles. Ah, warte nur, ich hab 1,1 Millionen Euro eine Villa gekauft. Nee, Gänse, du bist ja durch. Glaubst du ihn, sei mal ehrlich, Digga. Topper 1,1 Millionen Kredit hat eine Villa gekauft, Digga. Also man muss sagen, der, meinst du, er hat? Mit welcher Liquidität, Digga, ja, kannst du verkaufen, ja, und meine Steuerschulden zahlen? Bitte. Bitte. Ja, sicher. Ich glaube, ABK hat mal erzählt, dass er Steuerschulden im Wert von 140.000 Euro hat, ne? Nein, das waren insgesamt seine Schulden. Das waren, glaube ich, seine Steuerschulden. Ne? Nein, alle Schulden. Welche Schulden denn? Er hat dann auch meinen Leuten offen... Wie kommst du darauf? Hast du das Video? Ja, aber der hat gesagt, das sind seine Steuerschulden gewesen. Nein, über 100.000. Bei Familie hat doch 20.000. Nein, das war wegen, weil er hat immer Geld an Familie und so geschickt, Digga. Und dadurch sind die Schulden entstanden. Du hast falsch verstanden. So, weil er hat keine Steuern bezahlt und so, Digga, ne? Er hat immer von A nach B Geld geschoben und so. Wie lasst du Schulden? Wie viel Schulden ich habe? Ja. 133.000, Wallah. Digga, so. Also, das sind die Steuerschulden, die er hatte, ja? So habe ich es auch mitbekommen. Er hat auch gesagt, über 140.000. Ach so, du meinst ihn. Ich dachte, du meinst ABK. Hä? Du hast ABK, kommst du auf ABK? Ja. Ich habe gesagt, ABK hat erzählt, dass Barello so viel Schulden hat. Ja. Dann hast du locker 1 Million Euro gemacht, oder? Wo ist nein. 130.000 Steuerschulden, da hat Barello über 1 Million gemacht. Nee, aber man kann davon ausgehen, dass er bestimmt über 400.000 gemacht hat, Digga. So, das würde ich sagen, über 400.000, ja. 130.000. Wallah, die schätzen das hoch. Ich habe nicht viel Geld gemacht, ich schwöre. Aber kann doch was sagen. Bruder, was ist mit meinem Fuß? Ja, das war dann, weil sein Interview hat ihn hochgenommen. Weil ich habe 1, ja, ich habe 1,2 Millionen und 1,3 und 1,6 Millionen verdient. Aber wenn Finanzamt sowas hört, die prüfen, Digga. Ja, natürlich, da sind die heiß auf dich, Digga. Haben die Bock, ne? 100 Euro. Zinsen ist draufgekommen. Wallah, guck mal, selbst ihn schuldig für 100 Euro, ja. Ich habe ja so wie letztes Mal geredet. Und ich mache dir halal, diese Geld ist halal. Ja, aber es kann nicht halal sein, wenn du immer wieder erwähnst. Dann ist nicht halal, wenn du erwähnst. Bruder, diese Geld wird dreimal doppelt zurückgenommen. Warte, haben wir beim Kampf. Aber Barello, wie willst du das jetzt klären? Jetzt mal im Ernst. Ja. Was denn? Das mit dem Schulden, was sie bekommen. Mein Anwalt klärt das gerade, weil ich habe wirklich... Und was hat dein Anwalt gesagt? Ja, ich hab gesagt, das kannst du nicht klären. Du das auch die Wahrheit, mein Bruder. Und halt. Ja, okay, aber ja, was hat dir dein Anwalt gesagt? Wie, was passiert? Wie, was passiert? Was wird passieren, Jani? Was. Aber warum? Man geht immer von Besten. Barello, was denkt. Können die alle kein Deutsch, Alter? Er sagt, was wird passieren? Er sagt, man geht immer vom Besten aus und so, hä? ist nicht normal. Der versteht die Fragen auch einfach nicht. Ehrlich jetzt, was denken die, was du da verdient hast? Die schätzen das hoch, dass ich 133.000 zurückzahlen muss. Ich schwöre, ich habe das nur aus Lust und Laune gemacht. Habe ich da Geld verdient? Nein. Ich schwöre, ich habe das ganze Geld an Ibo, an Leute gespendet. Ich schwöre. Doch, ich schwöre, Digga. Ich habe das ganze Geld an Ibo so gespendet. Das ist auch krass. An wen? Ja, ich wurde abgezogen, egal mit wem ich gechillt habe und so. Einmal Ibo, einmal der. Ich weiß nicht, wo das Geld hin ist. Ich habe gar kein Geld, ich habe nichts. Du weißt doch, Erster. Ibo? Hm? Wo ist das Geld von Barello? Wallahi, alles in Albanien. Wallahi, vielleicht. Ich habe auf Konto geguckt, dass ihm Dings, wie heißt nochmal? Playpool ist von Kosovo. Einer, der einfach irgendwas sagt, Digga. Der meint IBAN. Du Playpool! Er wollte IBAN sagen, er wollte irgendwas sagen. Digga. Er weiß, was er sagen soll. Digga, die sind wirklich auf Kopf gefallen, Digga. Ernst. Dings, wie heißt nochmal? Playpool ist von Playpool. Kosovo. Was ist von. Was ist von. Ist von Albanien. Was denn? The Playpool. Was ist Playpool? Das ganze Geld ist ein Gameboy. Ich mein Gameboy. Gameboy? Playpool, ja. Kennst du noch Gameboy?
Das ist ja gar nicht Armbrot. Playpool. Leute schreiben gerade Playpool. Playpool. Ey, schwöre, ja. Hey, Ibo, eine ernste Frage, ja, Allah. Bitte. Steht eigentlich, Walla ist auch nicht böse gemeint, Yasser, du weißt schon, wenn ich lustig mache oder wenn ich ernst rede, Walla, ich rede ernst. Hast du eigentlich auch... Er redet ein bisschen wie Papa Kralle, finde ich mir gerade, ne, Hammer, Barello. Hammer. Steht eigentlich, Walla ist auch nicht böse gemeint, Yasser, du weißt schon, wenn ich lustig mache oder wenn ich ernst rede, Walla, ich rede ernst. Hast du eigentlich auf Ausweis so Prozent oder irgendwas, so mit Stempeln irgendwas, Walla ernst, 100%. Wenn er nicht hat, dann soll er auf jeden Fall Ausweis kriegen. Also, ich sage auch, ne, also Kid Ibo, Mann, die alle, ohne, Digga. Ohne TikTok, ne, er wäre wirklich wo ganz. Also, Digga, ein Barello sollte auch so ein Ausweis kriegen. Barello ist aber mit Anfang 20, aber ein Kid Ibo, ja, was wird er machen ohne TikTok? Der Typ ist auch eingeschränkt, ja. Ehrlich, mit den Leuten kannst du keinen normalen Satz reden, ohne dass sie fragen, was? Was bedeutet das? Wallahi, mein Neffe, ich will dir was sagen. Du denkst gerade nur an heute Abend, ich denke noch ein, zwei Tage nach vor dir. Verstanden? Nach vor dir. Was heißt das? Ich denke ein, zwei Tage nach vor dir. Nach vor dir. Digga. Was ich denke, was du denkst. Du denkst nur an heute Abend, ich denke an morgen schon. Und was passiert morgen? Weil ich, was ich vorhabe. Was hast du vor, Bruder? Warum soll ich das jetzt sagen? Digga, ich bin dein... Du weißt, Bruder, ich bin dein... Amanda, Bruder, du, tausende Leute, 5.000, 6.000 Leute gucken gerade zu. Warum soll ich das hier sehen, öffentlich? Bei mir gucken 7,4 gerade. Barello, er will dir damit sagen, du kannst zwar alles essen, aber nicht alles wissen. Oh, 100%. Deswegen, gibt Sachen, weißt du, wo man nicht darüber reden kann. Walla, wenn dich Ibo sieht, er spielt mit dir Gameboy. Aber welche Ibo, Spiele? Halt nicht auf sein Lachen rein. Du spielst mit Barello Gameboy. Aber also, welche Spiele spielt er mit dir Gameboy? Walla ist meine. Die sind wirklich am Ende, Alter. Ich habe die mir auch echt lange nicht mehr angeguckt. Ich habe voll vergessen, wie die drauf sind, ja, muss ich sagen. Digga, ganz andere Sparte als Mois. Also wirklich, die sind nochmal echt eine eigene Sparte, ja. Bei Mois hofft man auch ehrlich, dass es irgendwann wieder zur Besinnung kommt. Oder bei Mois, man weiß, aber bei denen weiß man, diese Leute sind halt wirklich wahrscheinlich auch von Geburt an so, wie die sind, ne? Die sind einfach anders, ja. Cause I'm not